Hallo da draußen, herzlich willkommen. Ich hoffe, ich gucke einigermaßen gut in diese Webcam. Ihr wisst, diese Aufnahmen sind natürlich ziemlich dämlich, weil man guckt ja dann irgendwann doch auf den Monitor. Also seid bitte nicht böse. Ich könnte das natürlich auch mal ausschalten, das geht eigentlich auch. Moment, wie geht denn das? Genau. So, jetzt bin ich weg, jetzt mache ich mir hier keine Gedanken mehr. Also, hier ist ein Teil von einem Käfer, einer Makroaufnahme, die ich dann später aus vielen, vielen Teilen zusammenstellen möchte. Warum und wieso ich das so als Mosaik mache, das möchte ich jetzt hier gar nicht groß erklären. Ich möchte euch mal als erstes auf ein Problem hinweisen. Und das habe ich auch schon in meiner Makrofotografie-Serie über Fokus-Stacking ziemlich am Anfang von meinem Kanal schon mal erklärt. Und für die Leute, die diese Serie nicht kennen, dieses Video liegt auch in dieser Makro-Reihe und ihr könnt euch das einfach mal ansehen, dann versteht ihr das Ganze auch. Und ich hoffe, nein, ich wollte natürlich hier nichts verschieben. Ja, also, ich zeige euch hier was. Das ist ein Problem, das passiert, wenn man zwei Objekte fotografiert, also stackingmäßig aufnimmt, wo das eine Objekt, diese Beine, ziemlich weit vorne sind und im Hintergrund ist ja noch der Körper von diesem Käfer. Und dann seht ihr, dass hier hinten, das ist ja Hintergrund, dass hier Strukturen über die Beine laufen. Wie kommt das? Wenn ich euch jetzt eine Aufnahme zeigen könnte, das wäre jetzt ein bisschen aufwendig, wo nur das hier hinten scharf ist, dann würdet ihr sehen, dass die Beine ja wie durchsichtig werden. Sie sind total unscharf. Und das Objektiv, ich sage immer, das guckt um die Beine rum, weil eben von der Seite doch noch ein bisschen Bildinformation auf den Sensor kommt. Und deswegen haben wir hier diese Linie aus dem Hintergrund im Vordergrund, weil das kann die Stacking-Software nicht erkennen. Und jetzt gibt es da einen ziemlich einfachen Trick. Jetzt könnte man natürlich überhaupt sagen, den Hintergrund lasse ich weg, weil ihr seht das auch hier. Das hier ist so matschig, weil das Bein hier vorne, wenn der Hintergrund scharf ist, unscharf aussieht. Umgedreht, wenn der Hintergrund eben unscharf ist, ist das Bein eben scharf, aber das stört nicht, weil es eben vorne dran ist. Umgedreht, habe ich jetzt dummerweise kein Bild, stört das eben. Ja, und jetzt? Ja, jetzt haben wir eben folgendes Problem. Ich habe hier natürlich den Hintergrund nicht. Ich möchte beides haben. Ja, damit ihr das nochmal seht. So, und deswegen male ich mir jetzt an dieser Stelle mit einer Maske. Ich lege mir eine schwarze Maske an mit der Alt-Taste und auf Maske klicken. Ist das jetzt schon passiert? Und ich kann mir auch eine Maske anzeigen lassen, hier mit dem Größerzeichen. Ich nehme mir einen Pinsel. Nein, das ist der falsche. So, jetzt haben wir, glaube ich, einen guten. Komisch, das funktioniert gerade. Ah, ja, das muss man immer ansehen, was hier gerade so aktiv ist. Ich mache meine Pinselspitze ein bisschen kleiner. Ich brauche natürlich eine weiße Farbe. Und wir gehen hier ein bisschen näher ran. Und jetzt brauche ich hier nur drüber malen. Und ihr seht schon, was passiert. Diese Fehler hier, die verschwinden. Und jetzt kann ich eben gucken, wo sind noch solche Fehler? Wo kann ich, ihr seht das hier. Hier ist noch Fehler drin. Also werde ich hier noch ein bisschen entsprechend die Maske verändern. Das ist jetzt bei dieser Aufnahme gar nicht so viel. Ich will noch mal gucken, wo sich hier noch was negativ bemerkbar macht. Hier unten noch mal drüber gehen. Moment. Das ist etwas, was ich euch auch sagen will, wenn ihr auf diese neben der Shift-Taste auf diesen Pfeil geht, dann wird euch die Maske angezeigt und dadurch könnt ihr auch sehen, wo ihr schon was gemacht habt. Aber ihr müsst dann immer gucken,
Ja, ihr müsst immer umschalten und zwar jeweils für diese Anzeige oder eben für die normale Anzeige, welches ist die Vordergrund- und welches ist die Hintergrundfarbe. Gut, das mal nur so am Rande. Und jetzt habe ich, glaube ich, hier die Fehler beseitigt. Die ganzen anderen Sachen kann ich nicht beseitigen. Also dieses Milchige hier, das geht nicht. Und jetzt wird das Bild, weil es ja fertig ist, es sind ja wie gesagt zwei Aufnahmen, wird auf eine Ebene reduziert, es wird gespeichert. Das Bild ist übrigens noch nicht entwickelt, ist in 16-Bit. Und wenn ich alle Bilder von meinem Mosaik fertig habe, dann sehen wir uns wieder und dann lassen wir mal Photoshop das Ganze zusammenbauen. Es dauert jetzt einen Moment, ihr merkt davon natürlich nichts. Bis gleich. So, es hat jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde gedauert, bis ich die Bilder alle beisammen hatte, also die Masken erstellt habe. Und jetzt habe ich hier 8 Bilder. Und jetzt kommt der spannende Teil. Ich werde diese 8 Bilder selektieren, gehe in der Bridge unter Werkzeuge, Foto Merge. Jetzt geht in Photoshop hier was auf. Und ja, hier bleibt eigentlich alles so, wie es ist, auf Auto und Bilder zusammen überblenden. Und das ist jetzt wirklich live. Ich habe es schon mit 5 Aufnahmen gemacht. Da hat das funktioniert. Jetzt sind noch 3 dazugekommen. Und ich bin sehr gespannt, was Photoshop hier für uns hinzaubert. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen. Und ich werde, ich werde jetzt einfach mal so ein bisschen noch quatschen. Also, der erste Versuch hat eigentlich recht gut funktioniert. Photoshop hat eine schöne Arbeit gemacht. Und jetzt bin ich gespannt, ob Photoshop es hinbekommt, die Bilder zueinander auszurichten, sodass ich eben ein Mosaik bekomme. Das wird leider nicht ganz perfekt sein, denn beim Aufnehmen dieser vielen Bilder, was sehr lange gedauert hat, sind mir so kleine Fehler unterlaufen und die letzten 3 Aufnahmen, die nach unten hin dazukommen, ja, die sind nicht so ganz gleichmäßig auf einer Höhe. Fragt mich nicht, wie es passiert ist. Wir arbeiten ja hier mit einer Vergrößerung bzw. mit einem Abbildungsmaßstab von 10 zu 1. Das heißt, dieses Bild ist auf dem Sensor theoretisch 10 zu 1 groß. Viel größer, weil ich ja, wie gesagt, mehr Bilder gemacht habe. Ja, und Photoshop ist hier am Rumrechnen und ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Und guckt mal einer an. So sieht doch ein Käfer schon mal recht ordentlich aus. Oder was sagt ihr dazu? Also ich habe jetzt hier 9 Aufnahmen. Ich werde einfach mal die Ebenen ausblenden. Ich blende euch jetzt nicht die Ebenen aus. Ja, also ich habe hier vorne dran ja diese Augensymbole. Und ja, ihr seht schon, also Photoshop hat hier immer Teile genommen. Ob das immer die richtigen Teile sind, das möchte Photoshop. Sehr interessant, da diese eine Aufnahme kam gar nicht zum Tragen. Okay, auch okay. Und das ist die Mitte. Ja, also Photoshop hat das, glaube ich, ganz gut gemacht. Witzigerweise sind hier wirklich Aufnahmen, die nur ganz wenig dazu beigetragen haben, dass hier wirklich was dazugekommen ist an Bild. Ja, es kommt davon, wenn man schlecht überlappt. Also ich habe wirklich nicht so ganz das top gemacht, aber nun ja, das handelt sich hier in diesem Fall so um ja, etwa 1200 Aufnahmen, die ich umsonst gemacht habe, aber okay. Muss man mit leben. Ja, und jetzt werde ich das Ganze erstmal speichern, weil ich möchte natürlich das eventuell noch einmal aufrufen können. Und ich mache jetzt mal Käfer. Ja, so, Mosaik 1. Gut.
Das tun wir jetzt speichern. Die Datei ist 1,66 Gigabyte groß und das ist natürlich ziemlich unhandlich. Aus dem Grunde, wenn es gespeichert ist, beziehungsweise das kann ich jetzt schon machen, ich reduziere das Ganze auf eine Ebene, denn das Ganze hier außenrum, das brauche ich natürlich nicht mehr. Und jetzt, jetzt werde ich diesem Käfer einen neuen Hintergrund verpassen. Und das ist jetzt wieder ein bisschen mit Arbeit verbunden. Ich muss hier eine Maske setzen. Ich werde es einfach mal mit der Farbe probieren. Es ist ja blau und vielleicht geht es einigermaßen sauber. Ja, oder probiere ich mal was anderes aus. Wir nehmen mal den Zauberstab. Und ich gehe mal hier so rum. Ach, das ist der falsche Zauberstab. Entschuldigung. Ja, seht ihr, wenn man das so ungeplant macht, dann kann es schon mal passieren, dass man eben nicht alles so ganz hinbekommt. Aber ja, ich glaube, der ein oder andere wird trotzdem seinen Spaß haben. Der Käfer lässt sich übrigens ziemlich gut freistellen, weil er keine Haare hat. Also er hat ja diese Schuppen und so, das ist jetzt der letzte Teil. Hier ist noch was. So, wenn das Bild kleiner wäre, würde das Ganze natürlich deutlich schneller gehen. Aber ich arbeite hier am Original. Ja, und jetzt mache ich hier natürlich eine Maske draus. Ich hoffe, dass ich das richtig rum habe. Ja, so, jetzt sieht das natürlich ziemlich schlecht aus. Und deswegen blende ich noch mal kurz die Maske aus. Und als erstes Mal hole ich mir die Farbe, die ich hier im Hintergrund ja hatte. Und Pinselspitze, so. Das nehme ich jetzt einfach mal als Farbe auf. Das ist ein bisschen dunkel. Warum ist das eigentlich so dunkel, fällt mir hier gerade auf. Ich muss mal hier reingucken. Zeigt mir schwarz an. Also es gibt wirklich Sachen, die muss man nicht verstehen, ne? Ach, ich bin auf der Maske. Ja, also ihr habt das jetzt nicht gesehen, aber ich war wirklich auf der Maske mit meiner Pipette, also Farbaufnahmewerkzeug. Und ja, was mache ich jetzt? Also ich blende als erstes mal, ja, die Maske, die blende ich wieder ein. Jetzt ist das freigestellt. Und jetzt muss gestehen, da gibt es ja auch einen Trick dafür. Ich möchte eine Farbfläche machen und die ist jetzt dummerweise oben drüber. Die ziehe ich jetzt unten drunter und jetzt habe ich erstmal einen neutralen Hintergrund. Und jetzt, jetzt werde ich doch mal kurz umstellen, damit ihr das seht. Also ich hole mal meine Ebenen doch hier rüber. Und jetzt, das ist alles zu lang. Sekunde. So, jetzt haben wir hier besser. Also ich habe jetzt eine Farbfläche erstellt. So mache ich das immer. Und jetzt brauche ich eine weitere Ebene. Ich benenne die nicht. Also ich weiß, es gibt da draußen Leute, die also ums Verrecken alles benennen müssen, weil sie ja dann nicht mehr in ihrem Bild klarkommen. Ich brauche das nicht. Warum? Ganz einfach, weil wenn das Bild fertig ist, reduziere ich auf eine Ebene und dann ist es wurscht. Und ihr werdet es gleich sehen, hier kommen nur zwei Ebenen dazu. Diese Ebene, diese graue Ebene, die ich gerade eben erzeugt habe, die wird jetzt einfach verdoppelt. Eine Kopie wird davon gemacht mit Command und J ist es am Mac. Und jetzt, jetzt mache ich Folgendes. Ich gehe als erstes mal auf diese Ebene. Ich habe jetzt hier wieder mit der Taste D auf Schwarz und Weiß als Farben, Vordergrund und Hintergrund eingestellt. Ich mache hier jetzt einen Verlauf. Ach so, Entschuldigung. Weiches Licht, doch, habe ich gemacht. Ja, ich mache jetzt einen Verlauf. Ich hoffe, er ist richtig rum. Gucken wir mal. Sekunde. Wow, jetzt habe ich genau das, was ich wollte. Nämlich einen verlaufenden Hintergrund. Und da zeige ich euch auch noch was dazu.
Ich werde vielleicht den Verlauf hier weiter oben lassen. Das könnt ihr mehrfach einfach immer wieder über diese natürlich aktive Ebene hier anwenden. Ja, so könnte das ganz gut sein. Und jetzt zeige ich euch was, das habe ich auch schon mal in einem Video erklärt, aber ich möchte das euch hier kurz zeigen. Also, wir haben ja jetzt eine ziemlich harte Maske, das werde ich dann alles noch von Hand besser machen. Und wo bin ich? Warum geht das nicht? So, jetzt. Ich gehe jetzt hier ran. So. Und nur mal, dass ihr das seht. Das Bild hat ein gewisses Rauschen. Diese Farbebene hat kein Rauschen. Ich gehe jetzt auf diese Ebene, die auch weiches Licht ist, mit 50% grau gefüllt. Ich gehe bei Filter rein, Rauschfilter, Rauschen hinzufügen. Und hier habe ich 9 eingestellt. Das sieht jetzt bei diesem, ja, in diesem Ergebnis jetzt noch schlecht aus. Wir können das auch später machen. Ich müsste das Bild jetzt entwickeln, aber ich mache jetzt mal einfach schon das Rauschen dazu. Und das hat 2 Gründe, warum ich das mache. Zum einen, weil das Bild, wenn ich es entwickelt habe, gleich ein wenig verrauscht aussehen wird. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, bei solchen Verläufen, wenn die ohne dieses Rauschen auf das Internet losgelassen werden, gibt es fast immer Tonwertabrisse. Und ich bin ja jetzt auch noch in 16-Bit. Bei 8-Bit passieren die eigentlich wie die Faust aufs Auge. Also es passiert einfach. Und deswegen lege ich ein Rauschen mit extra noch dazu. Also das Rauschen ist zum Wohl für den Übergang, für diese Tonwertabrisse gut, wie auch der Übergang von Maske, also von meinem Motiv zum Hintergrund. Ob das jetzt genau 9 ist, das ist eine andere Sache, das muss man ausprobieren. Also es liegt an eurer Kamera, aber wie gesagt, das ist erstmal Stand der Dinge. So, und was machen wir jetzt? Jetzt machen wir eine Sache, die habe ich noch gar nicht gemacht. Dieses Bild ist ja noch nicht entwickelt und alles. Und das ist jetzt kein Geheimnis, ihr Lieben. Ja, also ich schalte die Maske wieder aus und ich mache das hier jetzt mal alles hinten dran aus. Und jetzt nehme ich dieses Bild. Ich muss das mal mit einem anderen Namen speichern übrigens. Das ist jetzt, nennen wir es einfach 1b, passt das auch. So, ich speichere übrigens immer als TIFF, also das Photoshop-Format selber benutze ich nicht, fragt mich nicht warum, ist so. Und jetzt muss ich das Bild erstmal entwickeln. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. So, während das noch speichert, kann ich ja schon mal anfangen. Denn ich habe ja, wer meinen Workflow kennt, der weiß, erst wird gestackt, dann wird entwickelt. Also auch die Umwandlung vom RAW-Format ins TIFF-Format, da wird nichts entwickelt. Da gibt es 2, 3 Einstellungen, die ich anwende auf das Bild, aber es hat nichts mit Entwickeln zu tun. Und ich belichte ja etwas unter, also muss ich das Bild erstmal ein bisschen heller machen. Dann wollen wir natürlich nicht, dass die Lichter so ausfressen. Wir wollen aber in den Tiefen ein bisschen mehr haben. Wir müssen hier noch einiges mit Dutch and Burn machen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt können wir hier gucken, dass die ja ein bisschen helle Stellen darf das haben. Und dasselbe machen wir jetzt hier mit den schwarzen. Ihr seht natürlich das Problem durch die Beine, die hier vorne sind, ist das hier alles ein bisschen hell. Da werde ich noch ein bisschen mit Dutch and Burn arbeiten müssen. Der Käfer darf ein Tick wärmer sein, also von seiner Farbgebung her. Er ist nämlich nicht so blass und ich habe die Kamera, ich habe sie von der Farbtemperatur nicht auf Automatik laufen lassen. Jetzt gucken wir mal, was wir hier noch so ein bisschen machen können. Ja, gerade so ein bisschen die Tiefen, die mittleren Bereiche, die dürfen ein wenig heller sein. Entschuldigung, das war mein iPhone, falls ihr es gehört habt. Da hat was vibriert. Das ist eigentlich aus. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken,
eine Maske machen, die darf ruhig auch reichlich sein. Jetzt gehe ich nochmal hier zurück, nochmal nachsehen. So, und ich glaube, das kann man jetzt einfach mal anwenden. Das ist der erste Schritt in der Entwicklung. Und ich tue mir das jetzt aus Sicherheitsgründen speichern, falls ich nochmal zurück muss. Also ist das jetzt der nächste Versuch. Und während das speichert, kommt noch ein Plugin jetzt ins Spiel. Und zwar nehme ich Intensify CK CK heißt es. Ihr könnt aber auch bei den Nick-Filtern Tonal Kontrast nehmen oder bei Topaz Detail. Der Vorteil bei MacFun, ich hoffe, dass sie es irgendwann auch nochmal für euch PC-User rausbringen, man kann sehr, sehr viel einstellen. Und wie hat der Olaf Giermann mal zu mir gesagt, Intensify ist so gemacht, dass man, wenn man selber sich die Einstellungen macht, sowohl wie in Tonal Kontrast arbeiten kann, wie auch in Topaz Detail. Das heißt, die arbeiten nicht genau gleich und man hat von beiden eben das Beste. Und jetzt habe ich mir hier schon eigene Sachen angelegt und jetzt muss ich mal einfach ein bisschen reinzoomen, damit ich überhaupt sehe, wo ich hier bin und was ich hier für eine Qualität habe. Und jetzt als erstes Mal versuche ich mal mit Makro 1 etwas zu erreichen. Ich zeige euch mal vorher, nachher. Also da bei 100% kann man auch mal machen. Ja, das ist zu viel, da sieht man nicht wirklich, was Sache ist. Immer hier gucken. Es dauert immer, bis das Ganze berechnet ist. Vorher, also das ist vorher, das ist nachher. Das gefällt mir noch nicht. Ich möchte das ein bisschen krasser haben. Ja, definitiv die bessere Wahl. In diesen Voreinstellungen, die habe ich selber für meine Kamera, für meine Art mir zurechtgemacht. Falls das wirklich von Interesse ist, kann ich euch das gerne mal zeigen. Wichtig ist, das Ganze sieht jetzt ein bisschen sehr stark aus. Und aus dem Grunde kann man einfach wieder so ein bisschen runtergehen auf 80. Und dann ist das trotzdem noch da. Und jetzt dauert es wieder ein bisschen. Und jetzt lasse ich das auf dieses Bild anwenden. Und was jetzt eben noch kommt, ist natürlich das saubere Freistellen. Das mache ich mit dem Pinsel. Da gehe ich wirklich von Hand am Maskenrand entlang. Und da kann ich am besten reagieren, weil eine Automatik schafft das nicht. Theoretisch könnte man hier auch einen Pfad machen. Aber ich glaube, da ich ja schon eine Maske habe, bin ich jetzt einfach besser dran, das Ganze mit dem Pinsel zu bearbeiten. Und wenn ich dann fertig bin, dann schalte ich euch hier wieder ein. Das ist schon wieder lang genug geworden. In diesem Sinne, bis gleich. So, ihr Lieben, ich habe jetzt nicht wirklich aufgepasst, wie viel Zeit vergangen ist. Ich habe meine Maske verbessert. Das war auch schwer nötig, weil die Automatik hat hier wirklich deutlich versagt. Und jetzt bin ich ein bisschen bei Dutch and Burn, um einfach gewisse Fehler rauszumachen, diese hellen Stellen, dieses Aufleuchten des matschigen Hintergrundes. Das gefällt mir nicht und deswegen dunkel ich das Ganze mit Dutch and Burn ab. So, und hier muss ich auch mal etwas sagen, weil ja viele Leute sagen, manche Dinge braucht man nicht, wenn man fotografiert. Und wer also keine Ahnung hat von Dutch and Burn, der sollte sich wirklich mal hinsetzen und das Ganze üben. Erstens mal ist es fürchterlich einfach, wenn man es ganz locker erstmal sieht. Und man merkt dann erstmal, ja, auch wie viel Aufwand das natürlich ist. Entschuldigung, meine Stimme bricht gerade etwas zusammen. Jedenfalls, diese Technik ist nicht nur für Porträtfotografen. Das ist für Landschaft, für Makro, also für viele, viele Dinge, die man in der Fotografie machen kann,
ist das wirklich sehr, sehr wichtig, dass man das kann, weil man eben Dinge korrigieren kann, die man so nicht oder nicht so leicht korrigieren könnte. Ja, hier unten wird es ein bisschen schwierig. Das Helle, was da übrigens ist, ist nicht der Körper, sondern der Zahnstocher, der sozusagen der Träger ist, damit ich meine Motive ausrichten kann. Da muss ich auch mal ein Video machen, da ist mir nämlich eigentlich die beste Idee vom, ja, schon weit über einem Jahr gekommen. Ich habe das Ganze immer mit Nadeln gemacht und eine viel schönere Sache in diesem Zusammenhang ist wirklich Knete und eben Zahnstocher. So, ja, also das habe ich jetzt hier schon ein bisschen abgemildert. Die Kante hier sieht nicht besonders gut aus. Das muss ich offen zugeben. Das liegt einfach daran, dass ich hier vom Stack her, glaube ich, ein bisschen wenig gemacht habe. Und ja, jetzt muss das Ganze auch noch ein bisschen beschnitten werden. Das ist ja auch noch nicht gemacht. Und auf jeden Fall ist mein Käfer gar nicht so schlecht. Und ich wollte euch nochmal daran erinnern, beziehungsweise erklären, warum ich überhaupt dieses Mosaik gemacht habe. Ich habe das auch schon mal in einem Video erklärt. Mikroskopobjektive, die haben zwar einen recht großen Bildkreis, aber sie haben eine Eigenart. Und zwar, dass, und wer mal durch ein Mikroskop geguckt hat, der weiß das auch, das Bild in einem Mikroskop ist rund. Also nicht eckig wie ein Sensor, sondern eben rund. Und dieser runde Ausschnitt in der Mitte, der wird genutzt von einem Objektiv. Und da ist das Objektiv sehr, sehr scharf. Der Bildkreis, der ist größer. Und der wird ja auf dem Sensor abgebildet. Ich habe jetzt hier bei dieser Aufnahme, ich wollte einfach mal das ausprobieren, ich habe mir eine Schablone gemacht, die habe ich über meinen Monitor gelegt, an der Kamera, und habe praktisch nur die Mitte, ein Quadrat, man hätte eigentlich einen Kreis machen müssen, aber das kann man ja auch wieder nicht beschneiden. Ich habe praktisch ein Quadrat aus diesem Sensor gemacht und habe das Ganze dann noch ein bisschen verkleinert, damit ich wirklich die ideale oder höchste Schärfe von dem Objektiv benutze. Und den Rest, den habe ich abgeschnitten, also dann später in Lightroom beim Exportieren. Deswegen waren auch die Aufnahmen, die ihr gesehen habt vorhin, alle quadratisch, weil ich eben den Rest nicht benutzt habe. Je weiter man von der Mitte weggeht, umso schlechter wird das Bild. Jetzt hat man natürlich ein Problem, dass man nicht immer diesen Aufwand machen möchte. Deswegen akzeptiere ich oft, dass eben ein Stück außen nicht ganz so scharf ist wie in der Mitte. Aber ja, sei es drum. Ja, mein Käfer sieht ziemlich, ja, ich weiß noch nicht, ob es fertig ist, aber das Video ist auf jeden Fall fertig und die Bildbearbeitung, das ist etwas, was jedem selber überlassen ist. Ihr müsst da einfach üben. Es gibt da keine Regeln, keine Tricks, die man da wirklich so anwenden kann. Auf jeden Fall solltet ihr, wenn ihr so etwas macht, ein bisschen aufpassen, dass es reell bleibt, dass es echt aussieht, dass es nicht übertrieben ist. Aber wie gesagt, das ist Geschmackssache. Ich finde meinen Käfer ganz putzig. Ich werde jetzt mal ein wenig unten abschneiden, damit das wieder eine gerade Kante hier unten wird. Und ja, ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Nee, oben mache ich das nicht.
Jetzt dauert es ein bisschen und ich habe eine große Datei wieder auf Platte. Ich werde mir das nochmal genau ansehen, aber ich glaube, so wie das jetzt ist, kann ich das Ganze online stellen. Ich wünsche euch was. Bei Fragen schreibt es bitte in die Kommentare und entschuldigt meine Stimme. Deswegen höre ich jetzt auch auf. Ich wünsche euch was. Euer Sven und tschüss.